Moin Sportfreunde, es war wieder Zeit für ein kleines Video für den Wochenrückblick. Im letzten Video war ich etwas heiser. Leider bin ich die Woche auch ein bisschen angeschlagen gewesen. Deshalb hat das eine oder andere nicht so hundertprozentig funktioniert. Andere Sachen wiederum sehr gut, aber das seht ihr ja gleich selber. Und dementsprechend gehe ich jetzt erstmal auf die erste TE ein. Und zwar gab es dort Bankdrücken, 5x3 mit 212,5 Kilo. Die ging problemlos, ja, das war sehr gut. Beim Kreuzheben habe ich ein bisschen das anders gemacht, als ich es eigentlich machen wollte, weil, wie gesagt, ich bin ja mit dem Anzug nicht so ganz zurechtgekommen. Habe dafür aber 3x1 mit 250 gezogen. Die ging ganz gut. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir erhöht weiter. Habe dann einmal mit 280, einmal 300, einmal 320 gezogen. Natürlich alles mit Zughilfen, weil geht ja auf den Wettkampf zu. Und dann muss das ja schon mal in die Richtung ein bisschen funktionieren. Das ging alles ziemlich gut, auch vom Griff her. Leider ein bisschen zu hoch eingestellt gewesen. Das habe ich dann diese Woche korrigiert. Also jetzt in der nächsten Trainingswoche, im nächsten Video ist es dann ein bisschen tiefer. Habe mir dann auch so überlegt, dass ich das jetzt Stück für Stück bis zum Wettkampf immer eine Stufe tiefer mache. Mal gucken, wie das funktioniert. Irgendwann muss ich es ja mal schaffen, mal über 300 Kilo zu ziehen. Ja, wie gesagt, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das seht ihr ja gleich selber. Habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht die Knie zu wickeln, anstatt einen Anzug zu benutzen. Werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Video mal nochmal drauf ansprechen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, schaut euch erstmal die erste TE an. Wir sehen uns dann gleich zur zweiten wieder. Zweite TE, Beuge, Bank und eine Zugübung, wie immer, wunderschön. Diesmal 3x3 mit 255 Kniebeuge, schön tief und ging relativ fluffig durch. Bankdrücken war besonders schön, da habe ich 3x2 mit 320 Kilo gemacht, sogar mit Touch auf der Brust, also das war ein relativ altes Hemd. In dem Video müsste jetzt, glaube ich, der dritte Satz drin sein, also das ging schon ziemlich gut. Und dadurch, dass ich halt auch wirklich von der Brust aus wegdrücke, ist natürlich der Übertrag für das eigentliche, auch für die Kraftentwicklung sehr gut. Hat mich ziemlich gefreut. Mal gucken, wie das dann in der nächsten Woche mit den 340 aussieht. Dann noch die Zugübung mit 114 Kilo, 3x3, also die High Pulse im Reißgriff. Ist ja nur eine dynamische Erholungsübung, von daher nicht so ausschlaggebend. Aber im Großen und Ganzen lief der Tag sehr gut. Trotz der leichten Angeschlagenheit, oder was heißt Angeschlagenheit, den Tag habe ich mich noch relativ fit gefühlt. Der nächste Trainingstag, da war es halt um einiges schlimmer. Aber guckt euch das erstmal an, wir sehen uns dann gleich zur dritten TE wieder. So, TE3, Kniebeuge mit Equipment. Ja, lief nicht so gut. Also ich habe vorher das Bankdrücken vorgezogen, weil das zeitlich besser gepasst hat. Habe halt auf Boards gedrückt mit 232 Kilo. Nein, gar nicht, 232 Kilo.
auf 8 cm, 5x3, die ging relativ fluffig. Hat auch, wie gesagt, noch nicht so wirklich, dass es ans Limit gegangen wäre, also noch gut machbar. Das Kniebeugen, da, also roh musste ich mich aufwärmen bis knapp über 300 für das Equipment, da meine Trainingspartner, also meine Frau, ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, weil die mir sonst die Knie wickelt. Deswegen war das alles sehr ungünstig und auch kindkrank und ich selber auch ein bisschen angeschlagen. Es hat sich dann danach herausgestellt, dass ich dann eine kleine Downphase hatte gesundheitlich für 1-2 Tage, was jetzt aber schon wieder auf dem Weg der Besserung ist. Ja, also ich sag mal so, ja, ich habe das Beste draus gemacht, was zu machen war. Ich habe bis 305, war glaube ich, die letzte Aufwärme, der ist auch im Video, habe ich ein bisschen Vorlage gekriegt, aber ich sag mal, selbst dann so leicht kränkelnd und an so einem blöden Tag, wo man sich nicht so hundertprozentig konzentrieren kann, 305 aus dem Ärmel leiern, ist doch eine schöne Nummer. Dann beim Dingens, Kniebeuge mit Equipment, wie gesagt, habe ich einen Satz gemacht. Der war allerdings recht gequält, sage ich mal, wobei ich dann hinterher im Video gesehen habe, dass er auch schon ziemlich tief war, sage ich mal. Also ich habe wirklich versucht, auf Tiefe zu kommen. Komischerweise war ich gar nicht so vom Gefühl her, dass ich so tief gewesen bin. Ich dachte, die wären viel, viel höher gewesen. Aber gut, so ist es. Es waren 345. Ich war so viel, habe ich maximal mal einer gebeugt im Training und sag mal jetzt ein Zweier und das noch nicht mal mit wirklich richtig eng gewickelten Knien. Das waren jetzt 3 Schrägen. Und ja, wie gesagt, es war halt ein bisschen blöd. Konzentrieren konnte ich mich nicht richtig. Musste ein bisschen länger in den Bandagen stehen bleiben, weil Kind mit im Trainingsraum war und Hund war mit dazwischen und alle wollten halt so ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Gut, solche Tage gibt's. Man hat das Beste draus gemacht. Jetzt in der nächsten Woche geht es auf jeden Fall wieder anders vorwärts und ja, es passt schon, sage ich mal. Ja, danach die 2 Tage war ich ein bisschen kränklicher, habe ein bisschen flach gelegen, jetzt geht es wieder, alles gut. Es kann nur besser werden. Es gibt dann auch bald schon mal so eine Art Review zu den Handgelenksbandagen, zu den neuen Inzer, zu den Black Beauty. Ich habe die jetzt mal ein bisschen getestet, werde da nochmal ein kleines Extra-Video machen und dann, wenn ich die Kniebandagen richtig getestet habe, weil da brauche ich jemanden, der wirklich hart wickeln kann und verschiedene Wickeltechniken beherrscht, damit man mal alles ausprobieren kann. Wenn ich dazu auch noch mal was machen, könnt ihr euch darauf freuen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Sport und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, cheerio. Remember, so you got my money.